als Abschluss, glaube ich, für die Akademie, und er ist offensives Mittelfeld. Nee, also hier Ernie Estrada, ich kann mal kurz nachgucken. Wie es damit aussieht. Nee, da haben wir sogar einen Mittelstürmer. Da müssten wir irgendwann Richie auch nochmal verkaufen. Also, dass wir den Zwei-Sterne-Spieler verkaufen, schreitet zumindest auf einigen Positionen ganz gut voran. Das wollte Konst ja schon ziemlich früh haben. Und irgendwann muss ich dann die Drei-Sterne-Spieler verkaufen. Aber ich glaube, die Vier-Sterne-Spieler, die behält man nicht. Ich glaube, so viele Fünf-Sterne zieht man nicht. Also, selbst wenn du ganz groß bist, da ist es schon schwer. Weil du wirklich richtige Chancen hast du eigentlich nur mit diesen Goldmünzen. Obwohl, na gut, bei Konsti, wenn du Konsti heißt und das Glück hast, ja, dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Ah, Gott. 181 Stück schon. Oh. Ich hätte mal eigentlich eine Frage. Ist es bei den Mentalwerten eigentlich so, dass das komplett durcheinander ist? Also ich glaube schon, weil es ist hier zum Beispiel der Hand. Der hier ist in Fitness am schlechtesten und Talent. Aber was ich beobachtet habe, viele Spieler sind eigentlich eher in Loyalität zu am schlechtesten. Also ich glaube, das ist schon zufällig, welcher mentale Wert am stärksten ist. Also da geht es, glaube ich, nicht danach. Aber ich habe auf jeden Fall schon Verteidiger gesehen, also Außenverteidiger, die einen besseren Schnelligkeitswert hatten als einen Zweikampfwert. Und das ist schon ein bisschen traurig, finde ich. Weil das Wichtigste, was ein Verteidiger können muss, ist verteidigen. Egal, ob du jetzt Außenverteidiger bist oder nicht. Hier, warte mal gucken. Na gut, das ist ein Innenverteidiger, das ist okay. Ne? Aber die Außenverteidiger, mal gucken, ob wir noch einen ziehen. Nee, das ist ein Torwart. Den brauchen wir nicht. Konsti hatte ja auch mal erwähnt, dass er Wii Football jetzt nicht sonderlich mag. Also jetzt nicht ganz so gut findet, sondern eher die Anstoßteile. Also ich glaube, der letzte Teil war Anstoß 3, der kam 2000, glaube ich, raus. Ist eigentlich die Anstoßreihe der einzige Football Manager, den du so magst? Oder magst du auch den Football Manager von Sega oder die schon älteren EA-Teile von EA? Aber es ist halt so, EA Manager 14, der kam 2013 raus und hat EA eingestellt. So ungefähr im gleichen Zeitraum wurden die FIFA-Games dann langweilig, weil nichts Neues kam und alle gleich waren. Und man sich nur noch auf Ultimate Team konzentriert hat. Also das war ja auch so traurig. Aber es gibt ja viele, die das noch spielen. Vor allem, weil der Sega Football Manager ja viel auf Taktik ausgelegt ist und mehr wenig auf Wirtschaftliches. Sondern da kannst du zum Beispiel nicht das Stadion ausbauen, mit Sponsoren verhandeln. Da hast du selber gar keine Sponsoren. Rory Breslau. Links außen. Muss ich nachschauen. Ich will jetzt aber auch nicht zu viele Pokale verlieren. Baxter. Nee, da ist doch da. Ja, ich will jetzt nicht zu viele Pokale verlieren. Ich finde, 25 Spieler Limit ist schon ein bisschen krass. Könnte man schon um 2, 3 erhöhen. Genau, also ja, EA Football geht auch mehr so auch wirtschaftliches. Da konntest du zum Beispiel auch Aktien kaufen und verkaufen. Und du konntest sogar, das ist die Ticketpreise einstellen. Das kannst du bei EA Football, aber bei EA, das weiß ich noch, das war halt viel besser. Also da konntest du zum Beispiel bei Real Football nur einen Gesamtpreis feststellen. Also Sitzplätze so und so viel, Stehplätze so und so viel. Aber es gibt ja verschiedene Blöcke, Abteile in dem Stadion. Ja, da kostet es ja unterschiedlich viel. Genau. Nicht jeder Sitzplatz kostet gleich viel. Oder Stehplatz. Und das war halt cool. Also das war auch viel auch mit Wirtschaft und so. Und taktisch war es halt, du stellst einen Spieler auf Rechtsverteidiger, er spielt Rechtsverteidiger. Sega Manager hast du noch 25 Arten, wie er diese Rolle interpretieren soll. Das ist natürlich realistisch, aber viele, ja, bringt das halt durcheinander. Und weil das halt so viel ist. Genau. Und deshalb gibt es da auch eine große Community, die jedes Jahr dann ein Update rausbringt für das neue Jahr. Also da ändert sich im Spiel nichts, sondern die Kader werden einfach nur geupdatet. Also damit du das sich lohnt, das Spiel noch zu spielen. Bei Anstoß 3 ist es, glaube ich, sogar genauso. Da gibt es immer noch welche, die da für jedes Jahr die neuen Kader, Spieler, das Design ist immer das gleiche. Das wird ja nicht weiterentwickelt. Aber vielleicht konntest du das ja. Vielleicht spielst du das ja Anstoß 3 noch mit den aktuellen Kadern. Ja, also meine Frage an dich, ob du momentan auch nur, also Anstoß 3 Football Manager spielst oder auch Sega oder den Sega Manager oder den anderen.
EA Football, genau. Richtig. Weil ich finde den Sega Manager persönlich eigentlich ziemlich interessant. Genau. Wii Stewie Host. Ja, außer das Training. Das Training ist ganz, ganz schrecklich im Sega Manager. Also da, das ist, da will ich, da will ich auch nichts ausprobieren. Also das finde ich in Mia Football ganz gut. Das ist einfach gemacht, finde ich. Mia Football. Das finde ich ganz gut. Cyrus Mace. Also rechts außen, wen haben wir da? Da haben wir nur ein 3-Sterne. Und der Ersatz ist aber auch ein 3-Sterne-Spieler, oder? Jupp, das ist Bufano. Der Zwillingsbruder von Mitchie ist, by the way. Sind mal mit zwei unterschiedlichen Namen. Ist aber halt so. Das Video geht irgendwie. Ich habe irgendwie die Vorstellung, dass das Video schon sehr lange geht. Und wir sind noch nicht bei der Hälfte. Also ich muss jetzt mal ein bisschen durchklicken. Ja, genau. Rechts außen. Genau. Ja, Football, das ist schon ziemlich cool. Finde ich schon. Obwohl jetzt glaube ich, also das ist ja so, dass beim Wii Football, die haben wenig Lizenzen, da muss dann man sich beim FM-Zocker so ein bisschen was runterladen, wenn die Teams hatten und die hatte ich gerade. So und jetzt kam aber endlich, jetzt so im November, der Patch, oder das Update, sagt man ja, Update-Patch ist ja, wenn irgendein Fehler behoben wird, aber das Update für die neue Saison, 21-22, ich habe das Gefühl, da kann ich nicht nochmal die Datenbank, die ich beim FM-Zocker runtergeladen habe, benutzen. Zumindest hat es bei mir irgendwie nicht geklappt. Also muss FM-Zocker dann nochmal ein Patch rausbringen mit ganz vielen neuen Teams, die halt nicht eigentlich lizenziert sind und sowas. Also muss ich da nochmal warten, bis ich endlich 21-22 spielen kann. Und Aue vor dem Abstieg retten. Ja, das finde ich cool. So Herausforderung. Herausforderung. Schau, momentan nehme ich ein Let's Play von Barcelona Sega Manager. Das ist halt ziemlich cool. Das, ich finde es cool, wenn man, also, wenn, also ich finde es natürlich cool, wenn man Teams spielt, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind, so kleinere Clubs, aber große Clubs müssen auch mal sein. Und wenn das sowas zum Beispiel ist wie Barcelona oder Arsenal, die immer zu einer Mini-Krise waren, also na gut, bei Barcelona ist es keine Mini-Krise mehr, dann ist es ja auch spannend, das ist ja auch eine Herausforderung. Richtig. Das. So, Mittelstürmer. Kube Eberl. Nee, da, den brauchen wir nicht. Ich frage mich, ob bald irgendwie ein Update kommt, wo man Spieler tauschen kann mit seinen Kartellkollegen. Da kann mir Konsti ja mal ein paar seiner alten Spieler schicken. Aber ich glaube, das würden die nicht machen. Das wäre irgendwie ein bisschen unfair. Serra Abraham. Da kannst du nämlich ganz schnell ganz gut werden. Zum Beispiel, du hast einen Freund, der ist richtig krass, und du gehst ins Game rein und der schickt ja erstmal ein paar 4-Sterne-Spieler rüber und dann gewinnst du die Liga Z mit, keine Ahnung, 18 Spiele, 54 Punkte, 180 Tore. Ja, ich glaube, das werden die nicht machen. Aber es wäre schon cool, wenn wir Konsti so ein paar Spieler rüber schicken könnte. Das wäre schon cool. Ich nehme auch 3-Sterne-Spieler, weil Konsti hat ja schon ein bisschen gelevelt, aber ich glaube, der hat gar keine. Konsti, du hast keine 3-Sterne-Spieler, ne? Ich glaube nicht. Ja, gut. Rechtsverteidiger Buddy Porte. Ja, dann, ich habe irgendwie das Gefühl, das Video geht schon richtig lange, also ich weiß nicht. Yunus Lustig. Was ich schade finde, Portugal hat sich. Obwohl die WM, die werde ich eh nicht schauen. Aber trotzdem finde ich es schade, Portugal ist nicht Erster geworden in der WM-Quali-Gruppe. Das fand ich schon schade. Ich mag nämlich Ronaldo. Bin so Ronaldo-Fan. Wäre schon cool, wenn der dieses Jahr nochmal mit Manchester United die Premier League gewinnt, die Champions League. Nochmal das Ganze von vorn. Aber momentan läuft ja nicht so gut, ne? Aber ich glaube, das liegt auch stellenweise am Trainer. Also der hat ja mal im letzten Spiel, glaube ich, Sancho. Jadon Sancho, kennen sicher einige. Er hat ja bei Dortmund gespielt, Flügelspieler. Hat auch mal in dem System Mittelstürmer gespielt. Den hat er einfach mal als Außenverteidiger auflaufen lassen. In einer sowieso schon unstabilen Abwehr. Also ich weiß nicht, was der gesoffen hat. So, da bin ich wieder. Ich wurde wieder unterbrochen.
Ja, gut, wo haben wir ja gerade drüber gesprochen? Ich glaube, um Bezirksklär, dem Trainer von Manchester United. Ja, ich hoffe, den feuern sie bald. Ich hoffe, der sieht das ein. Die sehen das ein bei Manchester United, dass der das nicht mehr hinbekommt. So, wo kommen wir noch Fußball drüber reden? Ich versuche mich jetzt mal auf irgendwie Top-Ligen zu beschränken, weil ich denke, wenn ich Zuschauer habe, dann eher die eher so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen oberflächlich, aber so eher so das, was man sagt, das Gelbe vom Ei vom Fußball kennen, obwohl Gelbe vom Ei ist, da gehört für mich auch Spannung dazu, also Bundesliga. Ich gucke viel lieber zweite Liga und dritte Liga, das ist viel spannender. Vor allem auch, weil mein Lieblingsverein in der zweiten Liga spielt. Daher, und weil die zweite Liga natürlich durch die ganzen Traditionsvereine jetzt so, was sagt man ja, beste zweite Liga der Welt von den Namen her. Das ist echt krass. Jetzt muss eigentlich nur noch Kaiserslautern und 1860 München aufsteigen und dann hat man es eigentlich. Über Österreich kenne ich mich nicht so viel aus. Das Einzige, was ich zu sagen habe, ist, dass ich das Playoff-System in Österreich nicht mag. Es sind ja, glaube ich, 12 Teams, also 11, also jedes Team spielt 11 Mal. Also jedes Team hat 11 Gegner. Also ich mache mal Beispiel Rapid Wien, spielt ja gegen 11 verschiedene Teams, gegen sich selbst spielen sie ja nicht. Und Hin- und Rückspiel, das sind 22 Spiele und dann die ersten 6 Spielmeisterschaftsrunde und die letzten 6 Abstiegsrunde. Das sind glaube ich nochmal 10 Spiele oder so, ich weiß es nicht. Ich bin kein Fan von Playoffs, weil Liga geht ja über Kontinuität, über viele Spiele. Und das dann mit Playoffs kaputt zu machen, das finde ich ganz schlimm. Obwohl das jetzt in Österreich nicht so drastisch ist, weil es sind ja nur 22 Spiele und die Playoff-Spiele sind ja auch 10 Stück oder mehr, weil es sind ja keine richtigen Playoffs, es sind ja nochmal eigentlich wird es in zwei Ligen geteilt. Also so richtig Playoffs ist es ja nicht, aber das mag ich trotzdem nicht. Also ich finde, wenn es halt 12 Teams sind, dann spielt halt man dreimal gegen jeden, dann hat man 33 Spiele und dann passt das. Also das war ja früher auch so, die hatten damals genau wie die Schweiz 10 Ligen. 10 Ligen, ja, 10 Teams in der ersten Liga und dann wurde sogar viermal gegen jeden gespielt und dann war es 36 Spiele, also passt doch. Ja, genau, Playoff hasse ich, also ich bin komplett dagegen, genauso wie Relegation, also du spielst kontinuierlich 34 Spiele in der Bundesliga oder in der zweiten Liga, zum Beispiel Zweitligist, 34 Spiele, spielt eine super Saison, meistens Teams, die nicht so viel Geld haben und dann Erstligist, der sich gerade so rettet, schlecht gespielt hat und dann entscheiden zwei Spiele, also die Form aus zwei Spielen entscheiden, ob wir Abstieg und Aufstieg und die 34 Spiele vorher, Kontinuität, die gute Arbeit des einen Clubs und die schlechte Arbeit des anderen Clubs spielen keine Rolle mehr. Natürlich bin ich froh, dass Köln Erstliga geblieben ist, ich mag Köln, aber ne? Also es ändert eigentlich nichts daran, dass ich den Wettbewerb, also Relegation, dass ich das hasse. Also daran ändert es nichts. Also ja, das ist es. Gut. Ja, ich glaube, Rapid Wien sieht gar nicht so gut aus. Also die sind nicht in der Top 6, wo sie eigentlich hingehören. Sind ja ein ganz großer Traditionsclub. Die können ruhig mal wieder Meister werden. Aber die haben, glaube ich, auch ihren Trainer entlassen, der seit Oktober 2018 oder so da war. Ich habe mich da mal seit in letzter Zeit ein bisschen informiert, weil der Konsti ist ja Rapid Wien-Fan. Ja, 7. Platz für Rapid Wien ist, glaube ich, jetzt nicht so unendlich gut. Also hat man den Trainer ja auch entlassen. Ja, ich hoffe, es wird besser, es läuft besser. Bald besser. Spielen die nicht Europa League? Rapid Wien spielt doch dieses Jahr Europa League. Ich glaube, die sind in der Gruppe mit West Ham United, Genk aus Belgien. Und den anderen Club, das war glaube ich Zagreb, Dinamo Zagreb, genau. Ja, ich glaube, so war es. Kann sein. Also, ich glaube, die sind in einer Gruppe drin. Also, ich hoffe, Rapid Wien wird bald mal wieder die Liga gewinnen. Ja, genau. Und den Pokal von mir aus auch, österreichischer Pokal und den österreichischen Supercup, was auch immer. Ich bin jetzt, also Österreich bin ich jetzt Rapid Wien-Fan. Gut. Hätte man das auch geklärt. So, Rest der Kondition. Halt mir jetzt drei Rechtsverteidiger, brauche ich nicht. Also, er ist gut. Ja, und hier sieht man es mal. Schnelligkeit sogar. Ach nee, doch nicht. Zweikampf ist besser. Ups. Ja, gut, dann war es halt ein spezieller Außenverteidiger, bei dem das mal so war. Der sch schneller war. Also, in Schnelligkeit besser als Zweikampf. Das. Ja, ich muss jetzt ein bisschen schneller mal durchklicken. Also, ich mache das jetzt mal ein bisschen Speedrun. So schnell es geht. Also, man kann das leider nicht überspringen. Das dauert halt ja immer ziemlich lange, bis die einziehen. Das ist nervig.
Du hast auch schon zwei Cuts im Video. Och, das ist doof. Naja. Was tut man nicht alles für seine Zuschauer? Och. Ich hoffe, das Video ist trotzdem spannend für euch, weil ich kriege ja